Hallöchen, ihr Lieben, und wir werden angegriffen. Wie es wieder typisch ist für Alex und meinen Fähigkeiten. Ich lieg schon wieder voll aufs Maul. Auf jeden Fall herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Ja, dieses Kackviech, ich hasse sie. Alter, die machen einem echtes Leben schwer am Anfang. Jetzt haben wir eh schon, eigentlich sollte man keine allzu schlechte Rüstung haben. Und man sollte eigentlich mit diesen Drecksviechern schon recht gut zurechtkommen können. Aber ich fürchte, unsere Waffe ist einfach noch zu schlecht. Mit ganz vielen U's. Für zu schlecht. Ich habe vergessen, wo wir jetzt diese depperten Beißer gefunden haben. Den Hornwolf da hinten lasse ich mal über. Ach, das war hier, ne? Ich wollte auch das Elixit haben. Da waren, glaube ich, die Beißer hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die Zocki, die nichts kann. La la la. So. Irgendwie haben wir es geschafft, die zu pullen. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Den einen haben wir schon mal erledigt. Haben wir den einen schon mal beschädigt? Ja, zu Recht, ne? Jawohl, den haben wir schon. Was zum Teufel? Der hat nur Bauchweh. Ah, den da hinten werde ich so nicht kriegen, oder? Ah, muss ich warten. Kommt nur, ihr kleinen Viecher. Gut, put, 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 put. Da ist er. Den haben wir auch schon mal, das ist sehr gut. Und wir hauen ab. Wow, hoppala. Da. Wo rennt denn hin? Aha, da drüben springt er. Ah ja, das war wieder toll. Das sollte ich, glaube ich, lassen. Oh, wo kommst denn du jetzt her? Aha. Nehmen wir lieber gleich Reis aus. Und looten wir den gleich mal, wenn das dann auch verschwindet. Das wäre nicht schön. Komm her, Beißerlein. Sind es jetzt drei? Alter! Ja, ja, kann ich schon wieder weg. Tschüss! Wenn wir drüben sind, muss ich gleich was saufen. Ich würde sagen, will ja mal was Stärkeres. So ein Dreck. Ja, drei sind es halt noch. Ich glaube, ich habe gerade einen Bug wieder. Jetzt geht's. Ah, jawohl. Wow. Hui. Ah, hui. Ach. Der Luftdrehen ist nicht so angenehm. Hui. So, passt. Wieder in Sicherheit. Ist ein bisschen fad, ich weiß, aber gleich haben wir sie. Gleich haben wir sie. Ah, nichts getroffen, ist eh klar. So, der müsste hier auf dem, also da drüben schon sterben, wenn ich was treffe. Und den zweiten werden wir ein bisschen an. Das will verletzen, wenn es passt. Ja, super getroffen. So, fliegen wir wieder rüber. Dann können wir da mal den einen schon looten, wenn er noch da herum schimmert. Hier, glaube ich. Jawohl. So. Mehr Beißerlein. Jawohl. Das haben wir gut gemacht. So. Schnell looten gehen. Ja. Dann können wir unten das Elixit abbauen. Sehr fein. Ah, schau. Sollen wir schlafen gehen auch? Wenn wir schon hier sind. Ah, noch nicht, oder? Aber speichern können wir mal. So. Wenigstens ein kleiner Fortschritt schon mal, ne? Ist ja schon was. So. Oh, oh. Langsam, 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 langsam. Sehr gut. Aha, den haben wir schon. Oder, ja, schaut aus.
Da haben wir noch Wiesenkraut. Hui. Und Elixit-Ader. Elixader, so. 20 Stück, sehr gut. La, la, la. Da haben wir eine kleine Heilpflanze. Da haben wir noch einen Beißerlein. So. Dann schauen wir uns todesmutig mal hier ein bisschen um. Was ist denn das da vorne? Alter Skeks. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das gesund ist, was ich da vorhab. Ich glaube eher nicht. Wenn der schon alt heißt, heißt das, der hat Erfahrung. Viel mehr als wir. Auch im Kampf. Ja, das war nicht schlau. Ich lade gleich wieder. Ich wollte es nur mal probieren. Ja, bitte. Wir hauen von hier ab. Und zwar so schnell, wie es geht. Denn diese Viecher sind noch ein bisschen zu stark für uns. Und tschüss. So. Dann suchen wir uns die nächsten Opfer. Wir werden später sowieso nochmal alles hier erkunden tun. Wir wollen dann ja später so viele Viecher wie möglich gekillt haben. Auch die wertvollen Gegenstände, die sie dann bei sich haben, wie Krallen, Zähne und so weiter. Das wird unserem Geldbeutel auch gut tun. Ja, da drüben waren wir, glaube ich, schon. Das ist echt ein bisschen doof. Ja, ist das super. Au! Ja, sogar mal spinnt das Viech. Oh Gott. Jesus Maria Josef. Ja, war klar. Da stehen wir weg. Okay. Du Heilige. Also kaum gehst zwei Schritte weiter, bist du wieder umgebracht. Was, das sind überhaupt keine Manieren. Überhaupt keine Manieren, was diese Viecher da haben. Warte mal, bevor ich noch weiter sinnlos in der Gegend rumlaufe. Wir haben ja unseren Freund irgendwo hingeschickt, ne? Gefährten. Zahn um Zahn. Indizbeweise. Waren zum Zeitpunkt des Mords nicht in Goliath. Sie sind im Vorfall Krieger der Berserker. Der Berserker Duras scheint ein vielversprechender Waffengefährte zu sein. Möglicherweise eine gute Verstärkung. Ich sollte eine der Befragungen. Ja, stimmt, warum nehme ich eigentlich den Deppen nicht mit? Warum nehme ich ihn eigentlich nicht mit? Könnte ich ja, würde ich mir leichter tun. Ich bin immer so der Einzeltyp. Fürchterlich, ich will immer alleine kämpfen, ich bin schon voll der Berserker, ne? Ich brauche kein Hilf, ich hoffe das schon. Nein, ich schaffe gar nichts. Und jetzt sage ich, jetzt hole ich mir den Kerl echt, dass wir mitgehen, wenn er halt mitgehen will. Das ist jetzt die Frage, ob wir zuerst den Mord aufklären müssen und dass er dann mit uns geht. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ich habe eh gespeichert, ist eh wurscht. So, Herr Freund. Herr Kumpel, der kühle Berserker. Servus. Ein Wort zum Mord an Askor. Na, wie sieht's aus mit deiner Kampfkraft? Wie steht es um deine Kampfkraft? Ich bin bereit. Was, dann komm mit. Geht nicht? Geht nicht, ha? Das Mord? Ein Wort zum Mord an Askor. Barin kann es nicht gewesen sein. Barin kann es nicht gewesen sein. Askor war sein bester Freund. Ich sehe keinen Grund, warum Barin ihn hätte töten sollen. Tja, das ist eigentlich wahr. Ich habe auch nicht wirklich daran geglaubt, dass Barin jemanden einfach so umbringt. Für sowas ist er viel zu faul. Super, hättest gleich sagen können. Geron ist ein Jäger, er benutzt einen Bogen. Geron ist ein Jäger, er benutzt einen Bogen. Hätte er Askor ermordet, hätte man die Leiche mit einem Pfeil in der Brust gefunden. Askor wurde aber mit einem Schwert getötet. Richtig. Gut beobachtet. Irdor ist ziemlich schwach auf der Brust. Er kann ja kaum ein Schwert halten. Askor war ein gestandener Kerl. Damit fällt Irdor als Mörder von Askor wohl raus. Bin schon gespannt, was der nächste Verdächtige zu sagen hat. Ah, jetzt geht's. Ich könnte jetzt dein Schwert gebrauchen. Ich könnte jetzt dein Schwert gebrauchen. Du brauchst deinen Waffengefährten?
Na gut, ich bin hier gerade wohl entbehrlich. Ich werde allerdings gelegentlich mein Jetpack benutzen. Ich weiß. Ich habe ja noch eins, das ich noch nicht zum Schlund gebracht habe. Kannst du denn damit umgehen? Du bist Berserker. Mach dir mal keine Gedanken. Ich werde schon klarkommen. Was hast du vor? Das werde ich unterwegs entscheiden. Wir treffen uns bei den Ruinen vor Goliath, wenn wir getrennt werden. Okay, ich bin dabei. Vergiss aber nicht, dass wir noch einen Mord aufzuklären haben. Mein Volk hat es immer wieder geschafft, die Alps zurückzudrängen. Nur mit der Kraft eines wahren Kriegers und der Magie. Wupp, 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 wupp. Stufe aufgestiegen. Wie cool. Endlich dürfen wir mitnehmen. Also dann, mitkommen. Mitkommen. Okay. Ja, yeah, jetzt geht's ja viel einfacher. Ich Pfosten, weil heute das nicht gleich gemacht. Weil ich ein Pfosten bin. Yeah. Gut, dann können wir ja eigentlich, jetzt wenn wir zu zweit sind, können wir uns ja wirklich auf den Weg machen dorthin. Vielleicht hätten wir jetzt auch mit dem Schlund sage ich schon, beim großen Aufzug, ne, also da unten, dieses verfluchte Tal, vielleicht hätten wir da uns jetzt schon leichter getan. Hätte, Fahrradkette. Wurscht, ich denke, wir können uns ohne weiteres mal da in diese Gegend hier vorwagen. Dafür bohren wir uns ja aber gleich mal hier ins kleine Lager, würde ich sagen. Jo. Würde ich sagen, machen wir gleich so. Ich denke mal, die Viecher werden hier und da ein bisschen nachspawnen, wenn wir mit der Geschichte voranschreiten. Ich denke das mal so grob, ich weiß es nicht. Was ich damit sagen möchte ist, wir werden auf genug Viecher stoßen und treffen. Wenn ich jetzt schon alles ausradiere, wird es wahrscheinlich, ja, wird wahrscheinlich wurscht sein, wie viel wir jetzt da killen. Denke ich mal. So. Vielleicht ist es auch ein Fehler, wenn wir den Duras mitnehmen, wenn wir jetzt eine andere Fraktion betreten tun. Mal schauen, vielleicht meldet er sich ja auch, dass er nicht mitgehen möchte. Schauen wir mal. Hier werden Helden geboren. Ach so? Asgard? Ich trau mich mal rein. Das war keine gute Idee. Was ist denn das schon für ein komischer Vogel? Wow. Wer bist denn du? Ein Bandit? Aha. Das ist ja super. Yeah, 100 Punkte. Es hat sich schon voll gelohnt, den mitzunehmen. So kommen wir vorwärts, meine Lieben. Ich bin einfach nur doof. Himmelszeiten. Was war denn das jetzt? Schockschwere Not. Alter, da kriegst du einen Herzinfarkt. Banditis. Bandidos. Ich stehe dir bei. Habe ich ihn erwischt? Oh, da sind wir jetzt alle. Hallo! Ich glaube, das schafft unser Freund nicht wirklich, oder? Hat er gerade eine Motorsäge? Ist du das jetzt schon erledigt? Ja. Okay, das machen wir lieber nicht. Oh, wo habe ich das letzte Mal gespeichert? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich muss mal öfter speichern tun. Ich glaube, ich habe schon einen Blödsinn gemacht. Vor lauter Übermut. Ah, geht schon. Nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Wir müssten sie einzeln rausbullen. Vielleicht, dass das geht. Dann können wir unser erstes Banditenlager hier schon mal einnehmen. Keine Ahnung, ob das was bringt, aber sie geben viele Erfahrungspunkte und das brauchen wir eigentlich. Und unser guter Turas ist eh sowieso ein Bär von einem Mann. der kann das, hoffe ich. Solange sie einzeln rauskommen, dürfte er kein Problem haben. Warte mal, müssen wir ihm einen Heiltrank oder so geben? Bleib hier stehen, ich brauche dich nicht mehr. Na, wieso? Passt alles. Wir werden vielleicht noch ein Stückchen Fleisch naschen. So. Nom, nom, nom. Hier werden Helden geboren. Ja, das sag er schon wieder. Halt, du wirst mich noch kennenlernen. Ja, ich fürchte auch. Au! Du Drecksbandit. Was, den haben wir erledigt. Sehr gut. Nehmen wir alles mit. Handgranaten hat er. Na! Das habe ich gar nicht gelesen. Warte mal, warte. Da kommt mir gerade wieder ein böser Gedanke. Kann ich mit sowas umgehen? Darf ich sowas verwenden? Handgranaten. Warte mal.
Halt, das war die falsche Taste, aber ist wurscht. Ich glaube hier equipped, ne? Wo könnten das drinnen sein? Handgranaten. Ich will es nur mal ausprobieren, ja? Ich werde aber nochmal speichern. Da können wir das Banditenlager ja voll super ausrauten. Ohne Probleme. Nur nicht verdrücken. So, also die drei. Aha. Hat's was gebracht? Na, nicht wirklich, ne? Ich habe zu wenig weit geworfen. Gut, dann tun wir nochmal laden. Ich will die nicht verschwenden. Ich will mal schauen, wie viel Damage die überhaupt macht. Wenn sie nämlich zu wenig macht und wir wieder alle bullen, ist es wieder geschissen, ne? Also. Trauen wir uns. Den machen wir platt. Achtung! Over. Hat's was gebracht? Ich weiß es gar nicht. Nicht wirklich, gell? Na, na, das ist eine blöde Idee. Das sind auch wirklich viele. Ich glaube, das lassen wir. Ich habe gehofft gehabt, dass es alle wegsprengt, ne? Also wirklich die ganze Gruppe. Ich könnte es vielleicht probieren, schlauer anzugehen. Ah, ich glaube, das macht nicht so viel Schaden, ne? Das fürchte ich auch, ja. Das ist halt die Frage. Hat jemand Schaden bekommen? Ich fürchte... Na, das sind echt viele. Also der mit der Motorsäge... Na, lassen wir das. Nein, nicht speichern. Um Gottes Willen. Ich will laden. Herrschaftszeiten. Ich bin fast drüber gespeichert. Super. So, also gut. Wir laden nochmal. Wir lassen das Banditenlager. So klappt das nicht. Ich weiß nicht, ob es hinhauen würde, wenn man sie irgendwie einzeln rausbullen könnte. Vielleicht von der anderen Seite, dass man da was machen kann. Es wäre halt schön, wenn man die so, wenn man sie am Kopf trifft, dass es ein kritischer Treffer ist und so weiter. Das wäre schön. Ah, er kommt schon mit seinem Jetpack. Das ist auch so cool, dass er Jetpack hat und kann. Das sind halt echt viele, gell? Von da aus können wir es nochmal probieren. Ich speichere noch einmal, weil dann sehen sie uns normalerweise nicht. Normalerweise. Du bist tot. Ich hoffe halt nicht, dass die Jetpacks haben. Wow, aufpassen. Na, weg mal. Mal was trinken. Okay, die können doch rauf. Ja, der ist gleich weg. Jawohl, den haben wir schon mal. Weil die halt auch einen Jetpack haben, ne? Der ist auch erledigt. Das lief... Na, bleib da, Duras. Bitte bleib da. Ich höre gerade, dass da jemand Jetpacks benutzt. Den würde ich gerne erst erledigen. Ja, ja. Ich tue schon was essen. Ist er weg? Na, du, das ist da. Können wir den... Boah. Okay, der hat selber Handgranaten. Ich wollte gerade schauen, ob man den looten kann. Vielleicht hat der noch was Brauchbares für uns. Die drin. Okay.
Ja, okay, okay. Das ist auch keine gute Idee. Ich glaube, lassen wir das. Ich wollte sie nur probieren. Weil ich einfach, ja, Erfahrungspunkte gierig bin. Aber ist keine gute Idee. Dann lassen wir das aus. So, viel später. So. Da der Part auch schon wieder zu Ende ist und wir heute wieder nichts erreicht haben, werde ich mich im nächsten Part dafür mehr anstrengen und hoffen, dass wir ein paar Level-Ups dazu kriegen. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!